Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Heute My Daddy is a Hero, Kapitel 14, namens Meine sexy Empanada. Am Morgen des 9. August wachte Eddie mit einer weiteren verzweifelten Nachricht von Shannon auf. Er hat gesagt, wir passen nicht mehr zusammen und er hat sich geweigert, mich zu umarmen, nachdem er das gesagt hat, dass er auch versuchen wird, es zu reparieren. Er sagte, er dachte, ein weiteres Baby würde seine Gefühle in Ordnung bringen. Er meinte, er lehne aber eine Paarberatung ab. Was? Das klingt gar nicht nach Chris. Ist er denn zu dem Termin gegangen? Fragte Eddie ungläubig. Ja, aber er war kalt. Eddie, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sieh mal in seinem Telefon nach, ob es nicht noch ein anderes Miststück gibt, welches ich umbringen muss, sagte Eddie, die vielleicht dachte, dass Chris doch eine Affäre hatte. Oh Mann, das ist doch total daneben, sagte Shannon, immer noch geschockt. Und warum kein Beratungsgespräch? Fragte Eddie. Naja, er hat gesagt, er sitzt nicht auf einer verdammten Couch und sagt das, was er jetzt gerade zu mir gesagt hat, einem Fremden. Okay, erwiderte Eddie. Ich habe welche in unserer Gegend gefunden und wenn überhaupt, dann verdient dieses Baby es und die Kinder auch, dass er dahin geht. So Shannon. Ist das der Einfluss seiner Eltern? Fragte Eddie. Er hat sich geweigert, mich zu umarmen. Er sagte, er sei halt jetzt nicht da. Das kann er gerade nicht. Ich habe fast die ganze Woche nicht geschlafen. Meine Augen brennen, weil ich so viel geweint habe. Ich habe die Enthüllung des Geschlechts abgesagt. Nikki wird es mir heute sagen. Ich brauche jetzt eine gute Nachricht. Ich sagte zu ihm, wie können das ein paar Monate sein? Wir waren so intim und ich dachte eigentlich schon, dass wir verliebt sind, als ich ging. Und naja, er meinte, er sagte, er hatte jetzt sehr viel Zeit zum Nachdenken. Das Baby in meinem Bauch hat seine ganze Liebe verdient. So oder so. Hey, es tut mir so leid, Schatz, sagte Eddie, ohne die richtigen Worte zu finden. Ich meinte zu ihm, du hast hier im Wohnzimmer gesessen und gesagt, dass du es für eine tolle Sache hältst, noch ein Baby zu bekommen. Wir haben so viel darüber gesprochen und uns darauf geeinigt, sowas zu machen. Du warst so aufgeregt und glücklich, erzählte Shannon, immer noch unter Schock. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, er wird in ein paar Monaten wieder zur Vernunft kommen und sich, naja, wie ein Idiot fühlen, sagte Eddie und versuchte erneut, sie zu beruhigen. Ich weiß nicht, ich habe während des Ultraschalls nach seiner Hand gegriffen, aber seine Hand war nicht da. Das hat mich schockiert. In der Nacht, als wir hier ankamen, wollte er mich gar nicht anfassen. Das Einzige, was mir einfallen würde, obwohl, das glaube ich jetzt nicht, aber das wäre vielleicht ein anderes Mädchen. So Shannon. Dies ist ein sehr erschreckendes Beispiel dafür, wie wenig Shannon wirklich über Chris wusste und wie überzeugend Chris mit seinem Image als netter Kerl war. Hast du sein Telefon gecheckt? Hast du gefragt, ob es jemanden gibt? Fragte Eddie erneut. Er meinte gestern Abend, Gegensätze ziehen sich an, aber das funktioniert nicht mehr. Und naja, das dachte ich, aber er verneinte. Nein, also ich habe nicht nachgesehen. Er löscht die Nachrichten von seinem Vater. Ich bin sicher, er ist nicht so dumm. Okay, warum löscht er die Nachrichten von seinem Vater? Das ergibt gar keinen Sinn. Nichts davon. Es geht ja gar nicht um Chris. Er liebt und verehrt dich. Ich weiß nicht, ob ich mich noch einmal zusammenreißen und seine Mutter heute anrufen soll, damit sie nicht lügt und seine Worte verdreht, ob ich mit ihr reden und ihr sagen soll, dass ich eine Beziehung haben will und dass sie meine Kinder lieben und respektieren muss, sagte Shannon und versuchte Ideen zu sammeln, wie die Dinge besser werden könnten. Ich denke, du solltest ihm das sagen, wenn du es mit ihnen klären willst. Ich dachte, er wäre auf deiner Seite, was die Sache mit Cici angeht, fragte Eddie. Ja, das habe ich gestern Abend auch getan, weil ich dachte, das ist vielleicht das Einzige, was jetzt so vorgefallen ist, während ich weg war. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Gefühle unterdrücke, wenn sie mich seinetwegen angreifen. Aber als es darum ging, das Leben unserer Tochter zu beschützen, sagte ich, dass ich weiterhin eine Beziehung zu ihnen haben möchte. Aber sie müssen ihn und die Kinder lieben, respektieren und für sie sorgen. Er ist schon, also wegen Cici, jetzt auf meiner Seite. Aber dann sagte er am Strand, dass ich irgendwie ein Keil zwischen ihn und seinen Vater gelegt habe. Sein Vater ist derjenige, der nicht zu der Party gekommen ist. Und das war nicht ich. Er ist derjenige, der keinen Kontakt zu seinem Sohn aufgenommen hat.
Und er ist aber auch derjenige, der uns auf Facebook blockiert hat. Das war auch nicht ich. Das kostet mich alles, was ich habe, um nicht auf ihn oder sie loszugehen und auszuflippen. Also echt, alles an meinem Körper schreit danach. Shannon und Eddie tauschten Hab dich lieb aus und verabschiedeten sich. Beide würden sich am nächsten Morgen in Arizona zum Lebel-Wochenendausflug treffen. Shannon fragte Chris, ob er am Abend mit ihr das Geschlecht des Babys herausfinden wolle, und er stimmte zu. Kurz vor Mittag schickte Chris ihr in der vielleicht unheimlichsten aller Vorahnungen ein Foto der lebensgroßen Puppe der Mädchen, die in ein weißes Laken gehüllt war, aus dem nur die Füße herausragten. Shannon nahm an, dass die Mädchen gespielt und die Puppe so positioniert hatten. Es war irgendwie sehr morbide, besonders im Nachhinein. Die Puppe sah wie ein lebloser Körper im Leichenschauhaus aus. Sie lag leblos und steif da auf der schwarzen Ledercouch. Shannon fand das Bild amüsant und postete es auf Facebook mit der Bildunterschrift »Ich weiß nicht, was ich davon halten soll«, gefolgt von hysterischen Lach-Emojis. Shannon fügte hinzu, »Wenigstens haben sie den Körper gemeinsam zugedeckt. Wenigstens wissen wir, dass sie sich gegenseitig den Rücken frei halten.« So, ein kleiner O-Ton jetzt erstmal. Dieses Bild von der Puppe, es hat jetzt wirklich sehr viele Diskussionen ausgelöst. Ich weiß nicht, finde ich auch sehr suspekt und sehr seltsam. Da fragt man sich natürlich, hat er das irgendwie schon vorher geplant? Auch jetzt, wie das alles ablaufen soll? War das jetzt einfach so etwas von ihm, was er jetzt mitteilen wollte? Wenn wir jetzt andere Fälle durchgehen von anderen Tätern, ist es oft ein Bild, also... Und das passt in eine Täterbeschreibung, dass es im Vorfeld schon komische Situationen gegeben hat, komische Blicke, komische Fotos, komische Wörter, die dann erst, als es dann zu spät war, einen Sinn ergeben haben. Und deswegen weiß ich nicht, was denkst du dazu? Also kannst du es mir gerne in die Kommentare schreiben, was du jetzt zu dem Bild denkst, denn dieses Bild ist jetzt wirklich sehr bekannt. Ja, warum, weshalb, Zufall? Finde ich sehr interessant. Gut. Wir wissen jetzt, dass Chris Fantasien, seine Familie umzubringen, sich zu einem konkreten Plan entwickelten. In einem Brief an Cadel gibt er freimütig zu, dass die Taten schon seit Wochen in seinem dunklen Kopf brodelten. All die Wochen, in denen ich darüber nachgedacht habe, sie aus dem Weg zu räumen. An diesem Tag löschte Chris seine Facebook-Seite. Shannon schrieb ihm eine SMS und fragte ihn, warum er das getan habe, doch er antwortete nicht. Als sein Vater Ronnie ihm die gleiche Frage stellte, meinte Chris, »Ja, Sir, endlich habe ich mich befreit.« Nikki hatte Chris offenbar gerade erzählt, dass sie ihren Freunden von ihm erzählt hatte. Jetzt, wo sie anfing, den Leuten von ihrer Beziehung zu erzählen, wollte er sicher gehen, dass jeder, der auf Facebook nach ihm sucht, nicht herausfindet, dass er vermutlich glücklich verheiratet ist und ein Baby erwartet. Okay, Moment. Also wir machen jetzt gerade das Verhör von Nikki, und da hat sie mehrmals bestätigt, dass niemand, wirklich niemand aus ihrem Freundeskreis von Chris wusste. Keiner wusste davon Bescheid. Ich finde ja eh bei dem Verhör sind ja eh ein paar Dinge, bei denen ich mich so denke, weiß ich nicht, ob sie das vergessen hat oder irgendwie, weiß ich nicht, in den Hintergrund geschoben hat. Aber wir kennen ja schon ein paar SMS. Da wurde sie, glaube ich, auch drauf angesprochen, weil so weit sind wir noch nicht beim Verhör. Und da hat ja auch jemand gesagt, ob sie vielleicht mit einer Freundin mal irgendwie sowas besprochen hätte. Und sie hat ja immer Nein gesagt. Das stimmt ja jetzt auch nicht. Ja, was sagt uns das? Und trotz des ganzen Aufruhrs begann Shannon, einen Hoffnungsschimmer von Chris zu spüren. Er hatte sich plötzlich bereit erklärt, mit ihr ein Wochenende in Aspen zu verbringen, wenn sie von ihrer Reise nach Arizona zurückkam. Sie hatte bei Amazon das bekannte Selbsthilfebuch für Beziehungen Hold Me Tight, 7 Conversations for a Lifetime of Love bestellt und wollte unbedingt, dass er es liest. Halt mich fest, 7 Konversationen für eine lebenslange Liebe. Kurz übersetzt. Daraufhin schien er ein wenig mehr mit ihr zu reden, obwohl er immer noch unnahbar war. Er hatte sich auch bereit erklärt, sie am Montagmorgen zu begleiten, um Bella zu ihrem ersten Tag im Kindergarten zu bringen.
Shanann dachte, dass er vielleicht endlich ein Einsehen hatte und zu sich kam. Wahrscheinlich lag sein Sinneswandel jedoch daran, dass er wusste, dass er sie bald los sein würde, und es war leicht mitzuspielen, wenn er wusste, dass er es nicht mehr so lange machen müsste. Sobald Shanann aus dem Weg geräumt war, würde er frei sein, um mit Nikki zusammen zu sein. An diesem Abend öffneten Chris und Shanann den Umschlag, der das Geschlecht des Babys enthüllte, und zumindest Shanann war sehr aufgeregt, als sie erfuhr, dass es ein Junge werden würde. Shanann wollte ihren Sohn Nicolin nennen. Nico würde ihr italienisches Erbe ehren und Lee war Chris zweiter Vorname. Chris sagte ihr, sie solle die Neuigkeiten erst am Montag mit anderen und auf Facebook teilen. Chris, der plante, Shanann am kommenden Sonntagabend umzubringen, wusste, dass sie am Montag nicht da sein würde, um die Neuigkeiten mitzuteilen. Schließlich zeigte er einen Sinneswandel und willigte ein, zur Beratung zu gehen und sagte zu, auch das Buch zu lesen, das Shanann für ihn bestellt hatte. Sie sprachen auch darüber, das Haus zu verkaufen und gemeinsam in eine billigere Wohnung zu ziehen. Als Shanann Chris dann sagte, dass sie ihn liebte, erwiderte er diese Gefühle. Allerdings wollte er immer noch nicht im selben Bett schlafen. Er gab ihr einen kurzen Kuss, bevor er ihr Schlafzimmer verließ, um im Keller zu schlafen, und das gab auch ihr etwas Hoffnung. Das Aufflackern der Hoffnung, das Shanann verspürte, war jedoch umsonst, denn nachdem Chris das Schlafzimmer verlassen hatte und in den Keller gegangen war, übertrug er weitere halbnackte Selfies von Nikki in seine geheime Taschenrechner-App. Am Morgen des 10. August fuhr Shanann sehr früh nach Arizona, bevor die Kinder aufwachten. Sie schickte Chris eine Textnachricht, die von ihrem üblichen Optimismus und Überschwang geprägt war. Guten Morgen, Schatz. Tut mir leid, dass ich dich heute zweimal geweckt habe. Ich wollte nicht, dass der Alarm losgeht. Wir sind eingecheckt und alles. Und es ist heute schon total toll hier. Viel Spaß mit den Mädels. Vergiss nicht, King Supers 10 bis 11. Ich habe Bella gesagt, dass ich mit Nikki zur Arbeit fahre und ich habe ihr versichert, dass ich immer nach Hause komme. Normalerweise essen sie in letzter Zeit nicht sofort. Gib ihnen viele Küsse von mir. Danke für alles gestern Abend. Ich vermisse und liebe dich so sehr. Ich stehe immer noch unter Schock, dass wir einen kleinen Jungen bekommen. Ich bin so aufgeregt und glücklich. Ich dachte wirklich, es wäre wieder ein Mädchen. Danke, dass ich dich heute Morgen im Arm halten durfte. Das tat gut. Dein Brief liegt auf dem Tresen. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Kindern. Sie haben dich echt vermisst. Ich liebe dich, Baby. Schick mir Bilder. Auf dem Tresen lag der Brief, den sie erwähnte. Was hier abgedruckt ist, stammt aus einem Screenshot, der an Sarah, Shanans Freundin, geschickt wurde. Mein liebster Chris, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin so sprachlos. Ich kann nicht einmal erklären, wie groß der Schmerz ist. Die letzten 5 Wochen waren die schwersten. Ich habe alles an dir vermisst. Ich habe deinen Morgenatem vermisst, deine Berührung, deine Lippen und ich habe es auch vermisst, dich zu halten. Ich habe es vermisst, dich in den Laken zu riechen, mit dir persönlich zu sprechen. Ich habe es vermisst, dich lachen und mit den Kindern spielen zu sehen, was ich so sehr an dir liebe. Ich habe es vermisst, dich nackt und auf mir liegen zu sehen, wie du mit mir Liebe machst. Ich habe es vermisst, dich in meiner Nähe zu haben, wenn ich mich zum ersten Mal alleine und verzweifelt fühlte. Ich habe dich einfach verdammt vermisst. Ich weiß wirklich nicht, wie es dazu kommen konnte, dass wir nicht mehr zusammenpassen oder ob das jemand anderes gesagt hat. Das Einzige, was sich in diesem Monat geändert hat, war das, was mit deiner Familie passiert ist. Ich kann nicht ändern, was passiert ist, aber ich kann versuchen, die Dinge mit dir und mit ihnen zu klären. Aber es muss ein gegenseitiger Respekt zwischen allen herrschen. Der Rest des Briefes wurde abgebrochen. Später an diesem Tag schrieb Shanann Chris eine SMS, in der sie mitteilte, dass sie jetzt in Arizona gelandet war. Aber Chris war mit anderen Plänen beschäftigt. Jetzt, wo Shanann über das Wochenende nicht in der Stadt war, wollte er unbedingt mit Nikki zusammen sein. Wegen des Zustands ihrer Ehe wollte Shanann zu Hause in Colorado bleiben, aber Chris ermutigte sie zu fahren. Dann wandte er sich an seinen Freund Jeremy Lindstrom, in der Hoffnung, dass Jeremys Teenager-Tochter Mary am Samstagabend für ein paar Stunden babysitten könnte. »Meinst du, Mary könnte morgen Abend für ein paar Stunden auf die Mädchen aufpassen?«
Ich habe bei der Arbeit eine Tombola für so ein Rocky-Spiel gewonnen. Es ist mit Leuten, die ich nicht von der Arbeit kenne, aber ich war schon lange nicht mehr bei einem Spiel, bei dem die Kinder nicht beteiligt sind und das nur ein Inning dauert. Lol. Natürlich, erwiderte Jeremy. Welches Haus? Ich würde sagen, bei mir zu Hause, weil die Mädchen dann leichter einschlafen und wir nur auf den Monitor schauen, antwortete Chris. Jeremy stimmte zu, dass Mary am nächsten Abend um 18.15 Uhr ankommen sollte und bis 22 Uhr bleiben kann. An diesem Nachmittag nahm Chris Bella und Cece mit auf eine Autofahrt, um sich mit seinem Mitarbeiter Troy McCoy zu treffen. Chris schnallte die Mädchen in Shanans weißem Lexus Geländewagen in ihre Sitze und fuhr zu einem Safeway-Parkplatz, um Troy einen Amazon Fire Stick zu schenken. Troy schenkte Chris ein Lächeln und Winken, als er auf den Parkplatz fuhr. Gerade als Chris Troy den Fire Stick überreichte, rief ihr Kollege Cody Roberts Troy an. »Warte kurz«, sagte Troy zu Chris und nahm den Anruf entgegen. »Es gibt ein Leck in der Bypassleitung bei 319«, sagte Cody am Telefon. Chris bemühte sich, zu verstehen, was Cody zu Troy sagte. Dann legte Troy auf und verabschiedete sich von Chris. Als Troy einen Blick auf den Rücksitz des Lexus warf, sah er Bella und Cece lachen und lächeln. Er winkte den Mädchen zu und sie winkten ihm zurück. Troy sah zu, wie der Lexus in die Ferne davonfuhr. Als Chris und die Mädchen wieder zu Hause waren, fragte Ronnie Chris, ob er mit den Mädchen per FaceTime chatten könnte, da Shanann ja nicht da war. Chris sagte ihm, er habe Angst, dass Bella es Shanann erzählen würde, und Ronnie stimmte zu, dass es eine gute Idee sei, nicht mit ihnen zu reden, um ein Drama zu vermeiden. Nach einem Tag, an dem sie sich mit ihren Lavelle-Freunden in Arizona getroffen hatte, ging Shanann ins Bett und begann nach Ferienorten und Groupon-Angeboten in Aspen zu suchen. Sie dachte, es wäre ein guter Ort für einen romantischen Wochenendausflug und freute sich auf schöne Stunden mit Chris. Er war an diesem Abend bei seinen Töchtern gewesen und hatte Nikki nicht sehen können. Sie war an diesem Abend ausgegangen und Chris schrieb ihr eine SMS. »Ich hoffe, du hattest eine tolle Nacht, meine Schöne. Vermisse dich. Komm gut nach Hause. Süße Träume, meine sexy Empanada.« Als Shanann am Morgen des 11. August aufwachte, schrieb sie Chris als erstes eine SMS. »Guten Morgen, Baby. Sind die Mädels wach?« »Guten Morgen. Sie schauen im Bett Cartoons«, antwortete Chris. Chris und Shanann schickten sich einige lockere Nachrichten hin und her. Sie erzählte Chris von den verrückten Gewittern in der Nacht zuvor und fragte ihn, ob er das NFL-Paket für den Herbst haben wolle und versuchte, sich auf die Planung einer glücklichen, gemeinsamen Zukunft als Familie zu konzentrieren. Chris verbrachte den Tag mit den Mädchen und Shanann verbrachte den Tag mit Freunden in Arizona. Chris erzählte Shanann, dass Mary, die Tochter von Jeremy Lindstrom, für ein paar Stunden zum Babysitten vorbeikommen würde, damit er zum Spiel der Colorado Rockies gehen konnte. Shanann, die immer eine fürsorgliche und aufmerksame Mutter ist, bat ihn, dafür zu sorgen, dass Mary nichts zu essen mitbringt, gegen das Cece allergisch ist. An diesem Abend bestellte Chris in schwarzen Jeans und einem weißen T-Shirt Pizza für seine Töchter und Mary. Er gab den Mädchen ihre Medikamente und sagte ihr, sie könne sie um 7 Uhr ins Bett bringen. Er gab ihr auch das Babyphone und meinte, dass er um 10 Uhr zurück sein würde. Mary hatte noch nie auf die Mädchen aufgepasst, aber sie fand sie sehr lieb und konnte sich gut um sie kümmern. Während sie auf sie aufpasste, erhielt sie eine SMS von Shanann aus Arizona. »Hey Liebes, hier ist Shanann. Wie geht's den Mädchen?« Mary erzählte ihr, dass es ihnen gut gehe und dass Cece 3 Stücke Pizza gegessen hat. Shanann bedankte sich bei ihr dafür, dass sie auf sie aufgepasst hatte und meinte zu ihr, sie solle einfach fragen, wenn sie etwas brauche. Chris fuhr zuerst zu Nikkis Wohnung. Als er dort ankam, fuhren sie zum Lazy Dog Restaurant zum Abendessen. Nikki sah sich die Speisekarte an, stellte aber fest, dass es nicht die gleiche Speisekarte war, die des Lazy Dogs, in das sie sonst ging. Sie sagte zu Chris, sie wolle gehen und in das andere Lokal gehen, und er war einverstanden. Schließlich war Chris immer der Praktische. Beim Abendessen unterhielten sie sich über Chris und seinen Fitnessplan. Seit er so viel abgenommen hatte, konzentrierte er sich auf einen gesunden Lebensstil, trainierte, lief und ernährte sich gesund.
Chris bezahlte das Essen mit seiner gemeinsamen Kreditkarte mit Shannon. Bis dahin hatte er immer Geschenkkarten benutzt, die er von seiner Firma erhalten hatte. Aber hier wusste er, dass das mehr mit Shannon zu tun hatte und er unvorsichtig sein würde, wenn er das möchte. Die Geschenkkarten waren anonym, die Kreditkarte allerdings nicht. Nach dem Abendessen gingen sie zurück zu Nikki und hatten Geschlechtsverkehr. Chris bemerkte, dass es schon fast 10 Uhr war und meinte zu Nikki, dass er jetzt gehen müsse, weil sein Babysitter bald nach Hause gehen müsste. Er eilte hinaus, musste aber noch am Geldautomaten anhalten, um Bargeld für Mary zu holen. Während er nach Hause fuhr, rief Shannon ihn an, weil sie auf ihrem Handy eine Benachrichtigung über eine Abbuchung von $62 auf der Kreditkarte vom Lazy Dog Restaurant erhalten hatte. Shannon fragte ihn, was er denn dort bestellt hatte. Er sagte ihr, er habe nur Lachs und Bier gehabt. Wie bereits in diesem Buch erwähnt, suchte Shannon nach dem Auflegen des Telefons auf ihrem Handy nach dem Lazy Dog Restaurant, um nachzuschauen, wie viel denn ein Lachs und ein Bier kosten würde. Sie konnte leicht ableiten, dass die Mahlzeit nicht $62 kosten könnte. Als Chris vor dem Haus vorfuhr, wartete Marys Mutter Jennifer in einem geparkten Auto in der Einfahrt. Chris bezahlte Mary, bedankte sich bei ihr und meinte, er würde sie morgen auf der Geburtstagsfeier ihres kleinen Bruders sehen. Nikki, die allein in ihrer Wohnung war, begann erneut mit ihrer Internetsuche, diesmal aber nach Chris Watts, Shannon Watts, Ronnie Watts und 2825 Saratoga Trail, wo Chris und Shannon wohnten. Es ist unklar, was sie dazu veranlasste, nach diesen Dingen zu suchen und wonach sie genau suchte. Bevor er zu Bett ging, rief Chris Shannon an, da er wusste, dass sie bald für immer weg sein würde. Shannon ging in dieser Nacht zu Bett, ohne zu wissen, dass der nächste Tag der letzte Tag ihres Lebens sein würde. So, das war jetzt Kapitel 14. Das ist jetzt schon harte Kost. Wir nähern uns jetzt langsam dem Eingemachten. Also es sind noch einige Kapitel, aber ich kann nur noch mal bestätigen, ich finde das so toll, dass dieses Buch so detailliert ist und dass es nicht einfach nur durchgerattert wird, denn die ganze Geschichte, die kennen wir alle eigentlich schon in- und auswendig. Nur hier geht man noch mal extrem ins Detail und da kommen Nachrichten auch von Freunden, die wirklich echt interessant sind. Und man kann sich ein bisschen hineinversetzen in jeden Charakter so ein bisschen. Deswegen finde ich das Buch sehr, sehr gut. Ja, also ich kann es echt nur empfehlen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt und wie ihr das findet. Wie das jetzt gerade hier so alles abläuft bei Chris und Shannon und Nikki. Und auch die Internetsuche von Nikki ist immer sehr eins der sehr aktuelles Thema. Ja, trägt immer zu starken Diskussionen an. Gut, dann danke ich fürs Zuhören und auf bald. Sicher selbst, da warst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du und ich schon verschwommen, mir geht's nur um simple Recht. Doch ich hab genug gesehen, nimm Tuch und wisch es weg. C'est la vie, es ist wie so ein Bild, das sicher selbst, da warst du meine Tränen und ich